Hallo Leute, es geht weiter mit Surfpark. Ja, heute mal ein bisschen anders, wieder eine Begrüßung. Was haben wir da für ein Wort? Hol, hol, hol. Ist da oben. Schade, dass es mit den Zahlen nicht funktioniert. Ich teste noch einmal. Geht wirklich nicht, ne. Geht nur mit der Maus. Schade. Das hätte man machen. Scrambles. Nein. Das ist falsch. Gleich löschen. So. Nochmal. Scrambles, wo sind denn die? Hey, wo, da oben, drei. Scrambles. Schnell. Schnell. Sehr Captain Neville, jetzt seltsames sprengt die sozialen Passwort, Medien. aber. Endlich, da bist du ja. Setz dich, Ja. Arschloch. Ich setz mich mal, ich Arschloch. Okay, Leute. Classy hat Arschloch verraten, dass unsere nächste Spur zum New Storage führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom New Storage komplett aus Lava besteht. Der ganze scheiß Eingang ist Lava? Fuck. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat auch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen Gefallen. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlord. Super Craig, schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht an You Store It. Alle ab ins Bett! Nacht, ein Satz für die Kuhfreunde. Geh nach Hause, Arschlord. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. Und jetzt ziehen wir uns wieder um. Radar, 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 radar. Ganz schnell und fertig. Ja, geschafft. Geh nach Hause. Was ich hier sehe, gefällt mir nicht. Moment, der Moment. Kultur wurde aktualisiert. Du Wir hatten ja ein. Vorbeischauen. Ja, ja, ganz sicher. Ganze Anzüge für 50 Cent. Boah, das ist ein Angebot hier. Herzlichen Glückwunsch. Das Ding gefällt mir, das hole ich mir. Hitzewelle Handschuhe. Transaktion abgeschlossen. Warum nicht? Wir könnten uns ja eigentlich mal ein bisschen mit Hitze. Oder Gegenhitze ausrüsten. Der Kunststor, danke für deinen Einkauf. So, jetzt gucke ich mal. Ich brauche nämlich eigentlich Flaschen. Jede Menge eigentlich. Da sollten wir richtig viel hier. Da sind die. Herzlichen Glückwunsch. Richtig viel investieren. Transaktion abgeschlossen. Glaube ich nicht, dass es schon abgeschlossen ist. Wie viel haben wir denn schon gekauft? Ich weiß es nicht. Der Kunststor, danke für deinen Einkauf. Egal. Holen wir noch ein paar. Das ist das Problem, ne? Die Dinger brauchen wir ohne Ende. Alle Käufe sind bindend. Das wollen wir auch mal? Ja, ja, ich weiß, das kriegen wir sowieso nicht wieder, das Geld. Leider, schade, schade eigentlich, sehr schade. Lebensmittel? Gut, erstmal reicht das, glaube ich. Basiskomponente. Kleber findet man häufiger eigentlich, glaube ich mal. Danke für den Besuch des offiziellen Kuhn in Friend Store. Ja, dann haben wir schon richtig viel erlebt. Viele Abenteuer gehabt. Und deswegen geht's mal nach Hause. Ein bisschen ausruhen. Alter, es wird spät. Geh heim, bevor deine Eltern Verdacht schöpfen. Okay, ich beeile mich. Ich laufe. Hey, wie, warte mal, wo sind wir denn zu Hause? Wieso? Ach ja, das ist ja ziemlich weit rechts hier mit ihm. Wir wohnen ja weiter links. Stimmt ja, das wäre dann da, ja. Das rote Haus. Das ist es. Ist zu Abend. Da hören wir mal zu, was die da so erzählen. Ja, wieder streiten sie sich. Von morgens bis abends streiten die sich. Und was machen sie von abends bis morgens? Keine Ahnung. Es ist nicht schön. Das ist kein schönes Familienleben. Warum hast du dem Schuldirektor gesagt, welcher Rasse wir angehören? Das habe ich nicht. Das war unser Kind. Aber du hast es bestätigt, dass der Direktor angerufen hat. Jetzt kann jeden Moment alles auffliegen. Unser Kleiner ist verletzt. Kapierst du es nicht? Er fragt nach seiner Rasse und seiner sexuellen Orientierung, weil er verwirrt ist.
Die Verwirrung war gewollt. Je näher unser Kind der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für uns alle, du blöde Fotze. Hey, sieh mal, wer da ist. Warst du draußen spielen, Schatz? Dein Essen steht auf dem Tisch und dann ab ins Bett. Du hast morgen Schule. Ja, du hast morgen Schule. Ja. Wie nett die zueinander sind, du blöde... Was auch immer da drin ist, es macht dich komplett irre. Irre? Welche Irre verrät an allen, wer unser Kind ist, nachdem wir endlich untergetaucht waren? Untergetaucht? Was ist dein Scheißproblem? Rasse? Was reden die denn da? Wir sind doch ganz normal, oder? Oder sind wir nicht normal? Sind wir anders? Warum regen die sich so auf? Was stimmt hier nicht? Oh Mann, wir haben klasse Kostüme. Ich glaube, wir müssen uns echt mal wieder umziehen. Wir haben wieder einiges bekommen. Na gut, dann gehen wir mal schlafen. Hey, hör mal, Schatz, wir haben nie drüber geredet, aber deine Mutter und ich sind sehr stolze Kroaten. Jetzt schlaf gut. Och, das ist doch nichts Schlimmes. Ich hab gedacht, wir sind Außerirdische. Wir kommen vom Mars oder so. Die Nacht legt sich über die Stadt wie ein fetter Scheißhaufen. Der Gestank von Gier, Korruption und Verbrechen füllt die Straßen und macht sie unsicher. Und nur ein Team wird mit Scheißhaufen fertig. Coon and Friends. Hashtag Scheißhaufen den Perls. Schleich dich aus dem Haus. Jetzt geht's wieder los. Jetzt heißt es wieder umziehen. Aber. Ich will auf jeden Fall mal das Kostüm wechseln. Wir haben das ja auch schon eine ganze Zeit. Und ich habe hier ordentlich so was eingekauft. Was ist ordentlich, aber ich habe Sachen eingekauft. Das schauen wir doch mal, ob wir das jetzt verwenden können. Bist du doch eigentlich, dieses Feuerding. Da unten ist es, das hole ich mir. Jo, ist klar. Das holen wir mal, das Feuerding ist da. Das gefällt mir jetzt. So, Kopf, da haben wir noch so einen Helm geholt. So ein Feuerkopf oder was ist das, ein Feuer? Naja, mehr oder weniger. Das sieht cool aus. Och, das ist hier auch witzig hier. Ist klar. So, dann gucken wir die Hände, da haben wir Handschuhe auch. Da sollten wir auch mal wieder was Neues holen. Und zwar diese Feuerdinger da. Ja. Sieht nice aus. Können wir hier noch was wechseln? Ja, ich weiß nicht, mit der Brille. Dann sollten wir die Brille weglassen mal, ne? Haare. Werte. Make-up. Da sieht man eh nichts jetzt. Ja, das lassen wir mal so. Das können wir auch so lassen. Wo ist denn das jetzt mit der Brille? Da, da ist die Brille. Achso, das zählt als Brille. Das habe ich jetzt gar nicht hier mitgekriegt. Gut, okay, dann gucken wir weiter. Wir können ja mal einen anderen Bart wählen, oder? Nö, erstmal nicht, oder? Schon mal komplett anders aussehen. Da sehen wir überhaupt nicht mal als Kind aus. Krass. Da sehen wir irgendwie aus wie so ein Gangster, wie so ein Dieb da, der in andere Leute Wohnung einsteigt. Ich weiß auch nicht. Aber nicht wie ein Superheld oder sowas. Ja, das könnte man. Das wird euch jetzt auch gehen, ne? Da wir ja diese Maske aufhaben. Kommt mir das irgendwie schon zu viel vor. Genau, lassen wir das mal so. Gut, das war's. Sehr gut, ich bin zufrieden mit Kopf. Mal gucken. Da haben wir den Helm. Gut. Ja. Nice. Ja, da wird mir wieder was eingeblendet, was ich nicht so gern habe. Aber egal. Gibt Schlimmeres. Ui, wir sehen ja cool aus. Ui. So, was sollen wir machen? Den Goldschlüssel sollen wir finden. Den Kupferschlüssel und Silberschlüssel. Aber erstmal müssen wir aus dem Haus. Boah, was ist denn hier wieder los? Na, das fängt ja wieder gut an. Strom. Und da liegt der Schlüssel. Ja, das fängt ja toll an. Sag ich ja. Hm. Wenn wir mal scannen, können wir nicht. Aber hier doch, ne? Da ist der Schlüssel. Das ist irgendwie...
Ja, ist klar. Da haben wir auch zu tun. Das sehen wir ja schon. Das ist einfach. Das sind die einfachsten Sachen. Aber das reicht ja noch nicht. Wir haben noch viel zu tun. Wir müssen den Strom abstellen. Mit diesen Timeforts reicht das, glaube ich, nicht. Pause. Die Welt gewandt war mein... Doch, das könnte hinhauen. Versuchen wir mal. Jetzt haben wir ganz kurz Zeit. Genau. Schlüssel holen. Sehr gut. Ja, ja, das war's. Genau. Hat doch funktioniert. Das ist eine tolle Sache. So, den Schlüssel haben wir. Das reicht aber noch lange nicht. Da haben wir noch einen. Den haben wir auch. Sehr gut, den Goldschlüssel. Und was haben wir jetzt? Es fehlt ja noch was. Da fehlt ja noch die Kupferschlüssel. Wo ist der Kupferschlüssel? Da, da ist was. Es ist nicht mit mir. Verdammt. Das war jetzt einfach. Oh Mann, was hat der gemacht? Das sieht nicht so aus, als wenn er getrunken hat, oder? Der ist einfach zusammengeklappt. Kunstagramm. Sollten wir nicht einen Arzt holen oder was? Das sieht schlimm aus. Weil wenn er getrunken hätte, würde er in der Flasche liegen. Wir folgen. Ich weiß nicht. Können wir nicht. Wir müssen hier weitermachen. Gut, jetzt schließen wir alles auf. Schlüssel haben wir. Das haben wir, das haben wir. Und das haben wir. Und raus. Ha? Hey, so sieht man sich wieder. Ich muss unsere Differenzen beiseite schieben. Diese Stadt ist in Gefahr. Und sie braucht Toolshed. Wisst ihr? Okay, mir nach zum Chaos-Versteck. Du willst sicher meine Hintergrundgeschichte hören. Jo, als ich noch ein mal. Kind war, hat mein Vater in der Garage getüftelt. Bei einem heftigen Sturm hat ein Blitz ihn von seiner Werkbank weggefegt. Ich wollte ihm helfen, doch dann hat ein weiterer Einschlag seine Werkzeuge mit meinem Körper verschmolzen. Ich wurde ein Superheld. Und mein Vater geistig behindert. Da hast du es, verdammte Bitch. Warum bist du... Warum scheißt du dir nicht einfach ins Gesicht? Nimm das, du Hure! Randy, hör jetzt sofort auf, mein Auto zu zerkratzen! Okay. Was stimmt nicht? Mein Vater benimmt sich noch dümmer als sonst. Vielleicht will Toolshed seinem Vater helfen, weil er ihn noch dümmer als sonst gerettet. Geht das überhaupt noch? Was ist denn hier los? Hier ist einiges los. Alles sind besoffen hier. Die sind alle gaga irgendwie. Und was ist mit dir? Ist deinen Eltern auch irgendwas passiert? Ja, okay, die streiten sich. Darüber reden die haben sich in der Rolle gedauert. Ja, ich kann da hier lang. Und nun? Lava. Machst du die Lava weg, oder was? Das ist Mysterions Versteck. Hier gibt's eine Abkürzung in den Norden der Stadt. Der ist ja cool, der Junge. Der hat einen Akkuschrauber. Hier müsste dir der krass intensive Uringestank aufgefallen sein. Menschlicher Urin wird als Dünger beim Anbau von Marihuana verwendet. Riecht, als wäre die Couch gut gedüngt. Weil du das Mess nicht gekauft hast, sondern ich. Du hast das Mess von unserer Sozialhilfe ge- Ich finde das so geil hier in dem Game, dass man ein riesen Inventar hat. Ne? Man kann jede Menge Sachen sammeln. Das wünsche ich mir bei anderen Spielen auch so. Gib mir die verdammte Pfeife, Carol! Häng dich ich auch gerade! Du rauchst mich, mein Verdammter! Da kommen wir nicht rein. Die sollten lieber schlafen gehen, die beiden. Statt sich anzuschreien. Durch den Schrank führt eine Abkürzung. Hey. Ja, ja, kann sein. Warte mal, das Bild hier runterschießen? Nee. Und das da? Ja, das wackelt da. Es fällt aber nicht. Warte. Und da oben? Das hätten wir noch gern gesammelt, das Bild da, ne? Links. Hier gibt es eine Abkürzung. Ist hier nicht. Warte mal, was ist denn da? Nee, das kriegen wir so nicht kaputt, ne?
Aha. Ein Drogenfläschchen. Wenn du ins Versteck von Professor Chaos willst, drück den Knopf. Warte. Was ist da hinter dir? Da ist auch ein Bild. Darf ich nicht. Komisch. Ich kann den Knopf nicht drücken. Egal. Da haben wir Lava wieder. Es wird Zeit, dir mein mächtigstes Werkzeug zu zeigen. Den Sandblaster. Ah ja, ich sehe schon. Die Flasche. Nee, jetzt müssen wir richtig loslegen. Warte, wollte ich da rangehen oder so? Nee, ist so gefährlich, ne? Ich weiß auch nicht. Das kann schon negativ sein, aber... Damit macht Kennys Familie ihre Fertiggerichte warm. Ja, so. Ich spring damit die Wege frei. Achso, nee, du meinst bestimmt den Grill oder was? Ich dachte, du meinst einen Popo oder so. Seine Kraft bewältigt fast jedes Hindernis. Schalt ihn an, siehst du meine Kräfte. Das ist Mysterians Geheimtunnel. Ja, müssen wir mitnehmen. Ob ich noch Platz in der Hosentasche habe, dann könnte ich ihn mir einstecken. Hier, da oben irgendwas? Das sieht ja auch schon wieder so verdächtig aus. Nee. Da oben sieht aus wie diese Sachen, eine Tasche und so. Hm. Was? Da haben wir doch Geld gefunden. Oh, die Typen versperren uns den Weg. Wir müssen irgendwie an ihnen vorbei. Was wollt ihr? Sodo Sopa gehört uns! Diese Kiste ist unser Geheimtunnel und wir müssen da jetzt sofort durch. Euer Geheimgang ist unsere Veranda! Okay, wir müssen uns wohl durch die Kerle durchbohren. Euch zeigen wir es! Komm her! Ich hab einen Satz heiße Ohren für dich! Das reicht's mir. Durch wir diskutieren doch nicht rum hier. Nach Werkzeug anhören. War wohl ziemlich weit hergeholt. Es gibt nicht unendlich viele Werkzeugsprüche, okay? Wir nehmen die Typen in die Zange. Ach, red doch nicht so viel. Mach. Willkommen in meiner Welt, Hausbesitzer. Wir sind Männer der Worte. So, wieder zurück, ne? Rosieren? Gegen Zug aufheben. Vielleicht nächstes Mal. Mach dich bereit, Toolshed in Action zu sehen. Ah ja, jetzt kommen wir. Feuer frei! Oh, wir haben gar keinen getroffen, ne? Ich werde echt schräge Sachen mit deiner Leiche anstellen. Das war nicht gut. Okay, du bist dran. Werden wir den auch mal abfackeln? Dass sie alle mal schön brennen. Alle freundlich brennen, bitte. Au! Ich bin ein Mensch. Das habe ich nicht verdient. Ja, was machst du jetzt gerade mit mir? Hä? Findest du das dann fair? Verdammt, ich brenne immer noch. Ja, das ist auch Sinn der Sache. Die Immobilienpreise zu senken. So gehen wir hier nun mal mit Gentrifizierern um. Ich weiß, ich sollte die Wärme genießen, aber... Aua! So, versuchen wir das nochmal. Nee. Was ist hier mit denen? Das haut hin. Boah. Das tut Aua. Wir lassen uns nicht weggentrifizieren. Du kriegst das hin. Ja, ich denke auch. Nee, nee, nicht das. Die drei wollte ich. Mich doch tatsächlich hier verdrückt. Kann ich jetzt da nichts machen? Hm. Gucken wir mal hier drüben. Da geht's ja auch nicht weiter. Komm wieder nicht ran an dem Kerl. Will aber nicht aussetzen. Wieso denn nicht eigentlich? Nummer 3 müsste doch gehen. Nein, verstehe ich nicht. Wollen wir sie verprügeln, sie töten oder sie zu Rückenmassagen zwingen? Lass sie uns verprügeln. Dann müssen Nummer 3 sie uns geht auch massieren, nicht. Während wir sie ich muss leider einmal aussetzen. Habt ihr Kleingeld für meine Arztrechnung?
Können wir uns gar nicht leisten auszusetzen eigentlich. So geht's. Die machen wir platt. Oh, das ist auch erledigt. Ja, sieht so ganz so aus, ne? Da haben wir noch was? Genau. Dann werden wir die mal ein bisschen zusetzen. Doppelschraube, sie bohrt in beide Richtungen. Die ist cool. Ich mach dich zu meinem neuen Klo. Fuck yeah! Los, Wunder! Oh yeah! Der brennt ja noch gar nicht. Das geht doch nicht nach sowas. Da müssen wir ihn gleich mal anzünden. Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer. Wie ein Bohrer. Null und dann geht hier gar nichts. Wieso nicht? Jetzt. Ja. Machen wir den fertig. Dann haben wir nur noch einen. Ui, da wächst kein Gras mehr. Du wolltest es so. Ich rieche eure Angst. Oder einfach nur mich. Den Zug aufheben, genau. Den Zug hattest du eh nicht verdient. Du bist dran, Neuer. Was wir da für Schaden anrichten können? Ist alles gleich irgendwie, mehr oder weniger. Ja, nehmen wir das mal. Du haust dir echt voll auf die Kacke. Mein Werkzeug ist bereit. Doppelschraube! Die gehören meinem Dad, ich brauche sie also zurück. Solange ich hier bin, versorgt ihr mich mit Europa nicht. Nimm das, du Stück Scheiße! Na. Das sagt man doch nicht zu Kindern. Also wirklich. Bitte nicht mal. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ich nehme das Feuer. Ihr kleinen Scheißer macht mein Leben noch schlimmer. Wer hat sieht hier so den aus. Abriss bestellt? Aber er hätte sich mal lieber nicht mit uns anlegen sollen. So, das war's dann. Ha, gegen mein Werkzeug habt ihr keine Chance. Jetzt haben wir's. Mal so nebenbei. Die Penner erledigt.